will ich euch ein kleines Update geben, hier zum Real Steel Griffin E775. Und ja, was gibt es zu sagen? Als ich es aufgemacht habe, als ich die Verpackung geöffnet habe vom Dirk, da hat es mich erstmal sehr begeistert. Aber mir ist auch direkt aufgefallen, dass der Klingenstand nicht mittig ist. Das Problem vom Klingenstand, das habe ich immer noch. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier erkennen kann. Aber wohl eher nicht. Doch, hierdurch sieht man es. Genau, da unten. Ich habe es jetzt versucht ein bisschen einzustellen. Nachdem ich es aufgepackt habe, da habe ich auch gemerkt, hier war auch Klingenspiel. Ich habe gedacht, daher kommt vielleicht auch der nicht mittige Klingenstand. Dann habe ich es mal mit meinem Tool ein bisschen die Achsschraube nachgezogen. Und was ich auf jeden Fall gebessert habe, das ist das Klingenspiel. Da ist jetzt gar nichts mehr vorhanden. Aber hier der Klingenstand von der Zentrierung her, der ist gleich geblieben. Aber da habe ich jetzt nicht so das Problem mit, weil man sieht, an der Griffschale schabt nichts, da ist immer noch ein guter Millimeter Platz teilweise, je nachdem wie weit hoch man geht. Von daher ist das in Ordnung. Stört mich jetzt nicht weiter. Ja, und es läuft halt immer noch sehr gut, also komplett frei. Da kann man nichts sagen, man kann es auch hier aufschnippen mit dem Mittelfinger. Dann fällt es auch wieder zu, sobald man den Button löst. Also sehr viel Spielspaß. Es macht echt viel Spaß. Fast noch mehr wie das Tor. Weil es mal was Neues ist, gerade mit dem Button hier oben. Aber gut. So viel zum Spielspaß. Ein paar Worte zum Griff. Der Griff, der ist, ja, er ist in Ordnung. Er schmiegt sich jetzt den Finger nicht perfekt an. Aber es hält sich auf jeden Fall in Ordnung. Ich denke, bei längeren Arbeiten könnten gerade hier so die Kanten ein bisschen schmerzhaft werden. Und dass der Griff so glatt ist durch das beschichtete Aluminium. Kann es auch sein, dass man leicht abrutschen könnte. Aber insgesamt finde ich den Griff schon angenehm. Also für EDC-Aufgaben ist er auf jeden Fall ist er völlig ausreichend. Ja, dann hier sieht man noch den, oder vielleicht mehr oder weniger sieht man den Clip. Ist ja auch schwarz auf dem schwarzen Aluminium-Hintergrund. Bisschen schwierig zu erkennen. Ich habe das Messer jetzt mitgetragen seit, wann habe ich es geöffnet? Ich glaube am Samstag. Seit Samstag habe ich es mit mir rumgetragen. In der Hosentasche mit meinem Schlüssel. Und auf dem Clip sieht man schon leichte Abriebsspuren von der Beschichtung. Also ein bisschen ist da schon abgegangen, gerade hier oben auf dem Hügel. Was mich ein bisschen erstaunt hat, ist, dass die Beschichtung von dem Aluminium besser ist als vom Clip. Man sieht jetzt allerdings hier hinten zum Beispiel eine weiße Stelle. Da ist ein bisschen was von der Beschichtung abgegangen. Das liegt da, oder das lag aber daran, dass ich auf dem Stein, ich habe das Messer so auf den Stein gelegt und hier hinten ein bisschen zu fest gedrückt, weil ich wollte Fotos machen. Und da ist hier hinten ein bisschen was abgegangen. Aber das ist nicht so schlimm. Das sollte man natürlich auch nicht machen. Ja, der Clip ist, oder der Clip ist, denke ich mal, aus Stahl. Und die Griffschalen sind aus Aluminium. Hier mit einem einfach hier verschraubt und dann einmal hier verschraubt mit der Klingenachse. Also eigentlich sehr clean gehalten. Dann hier hinten ist noch wie so eine Attrappe von einem Button. Aber hier ist der Federmechanismus vom Buttonlock von der anderen Seite eingebaut. Also das hat eigentlich auch noch seine Funktion, sag ich mal. Es ist nicht komplett nur auf Design ausgelegt. Jetzt kommen wir mal zu dem, was ich an dem Messer am meisten schätze. Das ist die Klinge. Die Klinge ist 3,5 mm dick. Und wie man sieht, oder vielleicht wie man nicht sieht, je nachdem wie gut ich es gerade hier schaffe aufzunehmen, verjüngt die Klinge sich von hier, also eigentlich ab Anschlag, bis vorne zum Ende. Das heißt, die läuft sehr dünn aus. Und durch den Full Flat Grind, also durch den kompletten Flachschliff, wird es sehr filigran.
Gerade hinter der sekundären Schneidphase hat man nicht sehr dickes Material. Aber dadurch kann man in der Küche sehr gut schneiden. Also ich benutze meine Messer meistens in der Küche und Zwiebeln und jegliches Gemüse, Wurst, das geht alles super. Das macht richtig viel Spaß. Wenn ich da das Tor oder ein anderes, größeres, dickeres Messer hernehme, das ist schon was anderes. Ich halte es gerade mal. Kurzen Moment, ich halte mal zum Vergleich was dabei. Ich denke mal, das Tor würde sich anbieten als Vergleich. Ich habe es jetzt selbst noch nicht verglichen. Und ja, man sieht es eigentlich schon. Vorne wird das Tor zwar auch filigran, aber gerade hier in dem Bereich ist es doch wesentlich dicker noch als das Griffel. Also das kann man auf jeden Fall erkennen. Und das Tor hat ja auch keinen Full Flat Grind, das ist ein Flachschliff, der bis hier oben kurz unter das Logo hochgezogen ist. Aber ums Tor soll es jetzt nicht gehen. Gut. Dann, was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, ist der Klingendurchbruch. Der ist ja schon sehr auf Design ausgelegt, wenn man das mal so sagen kann. Es gibt ja viele Messer, die haben ein Oval als Klingendurchbruch oder wie Spyderco hat ein ganz normales Loch, eine Bohrung. Oder vielleicht ist es auch mit einem Laser geschnitten. Auf jeden Fall ist das hier sehr auf Design ausgelegt und mir gefällt es wirklich gut, weil hier folgt nicht die Funktionalität dem Design, sondern es geht Hand in Hand. Also es macht schon Sinn, hier oben die große Aussparung hier oben zu haben oder das große Feld, wo man sich der Daumen einbetten kann. Das geht schon sehr gut, aber meistens, also ich öffne es meistens hier mit dem Mittelfinger. Das ging es gerade nicht, Vorführeffekt nochmal gut. Jetzt aber, alle guten Dinge sind drei. So, jetzt ging es. Alles klar. Was vielleicht noch negativ bei der Klinge zu erwähnen ist, dass hier unten viel Klinge oder Schneidlänge verloren geht durch den großen Scheuel. Also man kann zwar mit dem Zeigefinger reingehen, meine Hände sind, ich schätze mal, Handschuhgröße 9 circa, also eher mittelgroß. Man kann reingehen, aber wenn man jetzt wirklich hier festpackt, dann ist man schon sehr nah an der Klinge. Und das würde ich keinem empfehlen, so zu fassen. Für leichte Aufgaben, wo man kontrolliert vielleicht schneiden will oder soll, da kann man das hier vorne packen, aber sonst nicht. Da ich das Messer aber meistens in der Küche benutze, ist es für mich nicht so tragisch, weil ich nie so richtig viel Kraft aufwenden muss, direkt hier an der Hand oder hier vorne. Ich schneide meistens so und da kommt mir das sehr entgegen, dass man hier vom Griff bis vorne hin 9 cm Klingenlänge hat. Das ist für die Küche schon in Ordnung. Damit komme ich gut zurande. Und die gesamte Länge vom Messer beträgt 20,7 cm. Und das Gewicht, trotz dass es so groß ist, ist nur 98 Gramm. Also das ist auch sehr dem Aluminium hier geschuldet. Das ist schon sehr angenehm mitzuführen. Also es ist kein Vergleich zu einem großen Klopper wie hier das CT0804CF. Das ist schon schwerer, obwohl es auch aus Carbon ist und Titan, aber es ist schon was anderes. Ja, ich hatte es auch gerade eben im Einsatz gehabt in der Küche und da ist mir ein Missgeschick passiert. Da ist es mir auf den Boden gefallen. Also ich hatte es auf der Ablage und habe irgendwie rumgeräuselt. Und da ist es mir auf die Küchenfliesen gefallen. Hier vorne mit eigentlich dem der Hauptschneidkante. Ich versuche es mal einzufangen. Da hat sich auf jeden Fall was von der Klinge umgelegt. Das versuchen wir jetzt mal zusammen ein bisschen wieder nachzuschärfen. Ja, man sieht. Ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber man erkennt so ganz leicht, dass da auf jeden Fall sich was umgelegt hat. Und das machen wir jetzt einfach mal mit dem Leder. Versuchen wir mal, das wieder aufzurichten.
Ah, hier sieht man es. An der Schneide, hier ist es mir aufs, unten auf den Boden gefallen. Dazu habe ich mir hier mit einem Stück Leder und der Polierpaste hier das Abziehleder gebaut mit einem Stück Holz darunter und da ziehen wir es jetzt einfach ein paar Mal drüber. Okay. Ja, man merkt auch schon den Widerstand, wenn man weiter genau hier in dem Bereich, genau, da merkt man schon den Widerstand, wenn man rüber geht, dass da eine Veränderung von der Schneidkante unten ist. Hier die dunklen Ecken oder die dunklen Stellen hier am Leder, das ist der Metallabrieb. Ich habe das nochmal frisch mit Polierpaste eingeschmiert vor ein paar Tagen. Also es hat jetzt auf jeden Fall wirklich einen guten Abtrag. Das machen wir jetzt mal ein paar Mal. Und danach testen wir nochmal die Schärfen. Gucken, ob es nachher dem Leder schon scharf ist. Schon annehmbar scharf ist. Nehmen wir mal hier hinten ein Blatt Papier zu Hilfe. So, einfach College-Block-Papier, das kennt jeder. Okay, das ging schon mal extrem gut. Okay, auch vorne in dem Bereich. Ja, ein bisschen merkt man noch. Ein bisschen merkt man noch, gerade hier vorne, da müssen wir nochmal. Da gehen wir auch nochmal drüber. Gerade im vorderen Bereich. So, mal schauen. Okay. Ja, ist besser. Ein bisschen haben wir aber immer noch. Gehen wir mal ein paar mehr Züge. Tut mir leid, dass ich jetzt aus dem Bild gehe, aber ich mache jetzt mal eine komplette. Ich gehe jetzt mal komplett rüber mit mehreren Zügen. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Ja. Obwohl. Ja, es ist auf jeden Fall extrem scharf, aber hier unten, ja, man sieht es immer noch. Also da muss ich erst nochmal mit meinem feinen Schleifstein drüber gehen. Ja. Man erkennt es jetzt hier ganz leicht, vielleicht ist hier vorne diese kleine Delle. Aber da gehe ich jetzt nochmal mit dem Schleifstein drüber, da reicht das Leder nicht mehr aus. Obwohl es schon mein grobes Leder ist, sage ich mal. Okay, was kann ich abschließend dazu sagen? Also mir gefällt es sehr gut. Ich behalte es jetzt mal weiter bei mir. Und ich denke dann irgendwann in den nächsten Tagen, Wochen wird nochmal ein Update kommen. Auch ob ich es nochmal komplett scharf gekriegt habe hier vorne, aber da gehe ich ganz stark von aus, dass ich das noch hinkriege. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Reinschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.